Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und zwar habe mir der nette Jan, den ich euch unten verlinkt habe, seine 701 Supermoto zur Verfügung gestellt. Und ja, hat mir gesagt, dass ich das Ding ausprobieren soll. Um zu schauen, was das Ding so wheelie-mäßig kann. Also ich mache mit dem Ding jetzt quasi so einen Wheelie-Check, weil viele fragen mich immer, kann man mit 690, 701 stunten und Spaß haben, oder macht das genauso Spaß wie eine EXC oder FE? Und genau das versuche ich heute für euch herauszufinden. Also bleibt dran, wird spannend. Also ja, ABS ausgeschaltet, Traction Control ausgeschaltet, Mapping auf Stufe 2. Ja gut, der Stock, Engine-Dämpfer nervt zwar ein bisschen, aber egal, let's go. Sicher ziemlich lange Coaster auf der Geraden mit dir gehen.
Ja Leute, das war's. Mein Fazit zu dem Bike, es ist und bleibt in meinen Augen halt noch immer ein Straßenbike. Zum Spaß haben, also ich kann ganz klar sagen, also wenn du der überwiegende Straßenfahrer bist und ja, wenig an Wartung und den ganzen Blödsinn halt haben willst, beziehungsweise investieren magst, dann ist 701 die richtige Wahl für dich. Bist du eigentlich nur am Spot oder magst du auch ins Gelände, halt ja, 701 Enduro, egal. Oder willst du überwiegend halt Wheelie fahren, Freestyle, Stunt, dann würde ich halt einfach dem Spaß halber doch dann eine XC oder FE empfehlen. Das Bike fährt sich zwar nice am Hinterrad, aber man merkt halt doch dann das Gewicht und den anderen Schwerpunkt durch den Tank hinten und ja. Dann hiermit verabschiede ich mich auch schon wieder. Bitte würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, ein Like da lasst und die Glocke reinhaut. Und wenn ihr noch mehr Videos mit der 701 sehen wollt, dann schreibt es ruhig in die Kommentare, schreibt es mir DMs, vielleicht auch mal mit dem Ding auf den Stuntspot fahren, wäre auch eine Möglichkeit und dann schauen, was so geht. Aber das waren jetzt meine Eindrücke, also ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Peace!